Ja, herzlich willkommen zum Vortrag, was jede Programmiererin oder jeder Programmierer über die Nutzung eines Inline-Assemblers wissen sollte. Speziell geht es hier im Vortrag von Christoph Mallon um den GCC Inline-Assembler, wie der funktioniert, wie man ihn benutzen sollte und wann man ihn doch besser nicht nutzen sollte. Denn nicht immer bringt es wirklich etwas, mit Assembler zu versuchen, seinen Code kurzzeitig zu verbessern. Christoph hat hier in Karlsruhe Informatik studiert und forscht nun an der Universität des Saarlands in Saarbrücken im Compiler Design Lab zu Compilerbau. Er hat zuletzt publiziert im Bereich zu effizienter Registerzuweisung und statischen Codeanalysen. Also heißen wir Christoph herzlich willkommen und freuen uns auf seinen Vortrag. So. Hallo, danke für die prägnante Einführung, außer ich bin nicht mehr dort. Inzwischen bin ich einfach in Lohn und Brot bei einer Firma. aber ja, das tut der Sache keinen Abbruch. Was jeder Programmierer über Inline-Assembler wissen sollte, das ist natürlich jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Ich habe einfach mal so einen klassischen Titel gewählt, entlehnt an dem schönen Aufsatz What Every Computer Scientist Should Know About Floating Point, in dem es darum geht, ja, viele Fehlannahmen, was jetzt wieder mit so Gleitkommarechnung funktioniert, damit mal aufzuräumen, das mal ordentlich zu erklären. Vielleicht nicht ganz so in der Größenordnung, aber so in der Richtung möchte ich es ein bisschen mit GCC Inline Assembler tun. Vielleicht mal kurz zu meinem Hintergrund, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ja, ich wollte einfach mal einen Vortrag hier halten, habe ich irgendwie letzte Woche spontan mal beschlossen oder vorletzte Woche. Da ich immer noch so ein bisschen hobbymäßig an einem Compiler stricke, und ich da auch tatsächlich dem GCC Inline Assembler beigebracht habe, also wie er das verarbeiten kann. Ich dachte, okay, das, was du im Internet da so drüber liest, über wie man das benutzt, besteht viel aus Cargo-Kult, Mystizismus und leider die meisten Tutorials, die da irgendwas drüber schreiben, schaffen es nicht mal korrekt über das erste Beispiel raus. Ich hoffe, ich kriege das ein bisschen besser hin. Erstmal ganz allgemein Inline-Assembler. Inline-Assembler ist also eine Möglichkeit, irgendwie Assembler-Code-Stücke in meine Hochsprache einzubetten. Meistens ist das C, aber es gibt auch einige andere Hochsprachen, die da Anbindung bieten. Pascal, D auch, diverse andere. Entsprechend ist natürlich nichts standardisiert eigentlich. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Die bekanntesten habe ich jetzt hier vielleicht mal so aufgezählt. Das ist einmal vom Visual Studio Inline-Assembler-Syntax. Die sieht grob so aus, also mit geschwungenen Klammern nach einem ASM. Da muss man zu sagen, das ist eine ziemlich fragile Geschichte, das Ding. Ist auch eher langsam, da es immer über den Speicher geht. Und da es vermutlich, weil es fragil ist, haben sie es auch im Prinzip inzwischen abgeschafft. Ja, also es gibt es genau für 32-Bit-x86, für keine andere Plattform, die Visual Studio unterstützt, also insbesondere nicht so wie heute wichtige wie AMD 64 oder ARM, gibt es das einfach nicht. Vielleicht noch ein bisschen bekannt ist der OpenVATCOM, der unterstützt es ein bisschen mehr. Da kann man schon ganz nette Dinge mit tun. Ich kann so ganze Funktionen in den Assembler schreiben und so mir so eigene Aufrufkonventionen dafür wünschen. Das funktioniert über ein hübsches Pragma. Aber wahrscheinlich, ich vermute mal, kaum einer wird hier den OpenVATCOM mal benutzt haben. Ja, es gibt auch noch zig andere, meist von irgendwelchen proprietären Compilern. Ich möchte mich heute hier um den wahrscheinlich populärsten kümmern. Das ist der GCC und all die anderen, die zu ihm irgendwie kompatibel sind. Was ist denn so das Hübsche an ihm? Der ist unglaublich flexibel, was dieser Inline-Assembler kann. Ist auch ziemlich mächtig, man kann da ziemlich ins Detail gehen. Und wie gesagt, wird von diversen unterstützt, also nicht nur vom GCC selbst, sondern auch Klang LLVM unterstützen den, der Intel-C-Compiler. Und auch tatsächlich der Forschungscompiler, an dem ich gearbeitet habe und auch ein bisschen dran arbeite, der heißt C-Parser-Lib-Firm. Das ist vermutlich der beste C-Compiler, von dem ihr noch nie gehört habt. Inline-Assembler für GCC. Ich werde an diversen Stellen zumindest
immer mal kurz was zu der Doku sagen oder sie zumindest irgendwie ein bisschen referenzieren. Wer sie nachschauen will, die findet sich unter der URL für das letzte Release vom GCC. Sind wir aktuell bei 9.1. Was gibt es da generell erstmal drüber zu sagen? Das ist so ein Fenster in so richtig in die Code-Erzeugung von diesem Compiler. Ja? Also Compiler, da steckt man ja irgendwie C-Code rein, am Ende fällt so Assembler raus und irgendwie muss da ein Haufen Logik drin dazwischen passieren, damit das so am Ende passiert, was rauskommt. Und eben dieser Inline-Assembler, der ja, sieht fast so ein bisschen aus, wie tatsächlich die Code-Erzeugung von diesem, vom GCC selbst funktioniert, was ihn damit sehr, sehr mächtig macht, allerdings auch ja, so ein bisschen empfindlich. Also sprich nicht, dass er irgendwie vom GCC selbst fehleranfällig ist, aber man benutzt ihn leicht falsch, weil es eben sehr subtil ist, was man da tun muss. Oder zumindest, wenn man es richtig tun will. Weiterer Manko an der ganzen Geschichte ist die Dokumentation. Sie ist GCC-typisch eher schwierig zu verwenden. Sie ist leider nicht vollständig. Einiges ist nur so implizit angedeutet. Diverses versteht man eigentlich nur, wenn man irgendwie mindestens sich mit Übersetzerbau beschäftigt oder am besten direkt an dem GCC schon mal irgendwas gemacht hat. Zum Beispiel sind Teile von der Benutzer-Doku für den Inline-Assembler eiskalt einfach aus GCC-Int, das ist die Entwickler-Doku, kopiert und entsprechend liest es sich dann auch. Ja, deswegen orientiert man sich wahrscheinlich heutzutage eher so aus Informationen, die man sonst so im Internet findet, irgendwelche Anleitungen oder Tutorials. Und da muss ich leider sagen, also im Prinzip ist da alle machen mehr oder minder grobe Fehler. Wie gesagt, ich versuche das hier zumindest heute zu vermeiden. Mal schauen, ob es gelingt. Es gibt so einige Aspekte, auf die ich jetzt im Folgenden immer wieder eingehen werde, die so quasi immer so über uns schweben. Und da, wie gesagt, der GCC Inline Assembler so ein Fenster in die Code-Erzeugung ist, sind das natürlich auch Themen, die aus dem Übersetzerbau kommen. Ja? Alles hat ein Ende, nur der Übersetzer hat drei. Wir haben vorne das Frontend, also da stecke ich meinen C-Code rein, sprich, da muss ich auch irgendwie meinen Inline-Assembler hinschreiben. Das hat eine gewisse Syntax, das hat eine gewisse Semantik, also eine bestimmte Bedeutung. Das schauen wir uns an. Am anderen Ende fällt der Assembler raus. Da müssen wir schauen, welchen Einfluss ich habe auf mein Stück Inline-Assembler, dass das da auch hoffentlich richtig rauskommt. Ja, und zwischendrin ist das Middle-End. Keiner hat behauptet, dass Übersetzerbauer kreativ sind. Da passieren eben viele Transformationen, also was man landläufig Optimierung nennt. Übersetzerbauer versuchen das Wort ein bisschen zu vermeiden, weil es wird halt nicht immer optimal. Aber auf jeden Fall passieren da sehr viele Dinge drumherum und da muss man eben dafür sorgen, dass der Compiler auch genug weiß von meinem Stück Inline Assembler, dass da auch das Richtige passiert. Also sprich, dass es nachher einem nicht um die Ohren fliegt. Ja, bevor wir dann in den Inline Assembler einsteigen, vielleicht ganz kurz ein bisschen Assembler-Syntax, also das wird kein Vortrag, wie schreibe ich x86 Assembler, sondern mir geht es wirklich um die Nutzung von einem Inline-Assembler. Das ist eigentlich weitgehend interessanterweise für Assembler, natürlich plattformunabhängig, weil diese Schnittstelle sieht eigentlich immer gleich aus für den GCC. Aber ich brauche natürlich ein paar Beispiele und da verwende ich das, was wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie vor sich stehen haben oder unter ihrem Schreibtisch, nämlich x86 Assembler in GCC-typischen AT&T-Syntax. Dieser Syntax arbeitet sehr viel mit Sigils, also so irgendeinem Sonderzeichen, das vor manchen Wörtern steht. Wenn ich ein Register benennen will, dann mache ich das mit einem Prozentzeichen vorne dran. Wenn ich so eine Konstante haben will, dann ist so ein Dollar davor. Auch wenn ich es von einem Variablennamen habe, eigentlich ist es nur eine Marke eigentlich. Das ist einfach die Adresse von diesem Ding. Speicher kann ich auch zugreifen, das hat dann kein Sonderzeichen vorne dran. Dafür kann ich da andere mehr oder minder wirre Dinge tun, die Marke, ein bisschen Versatz drauf gerechnet noch, um da von der Stelle zu laden oder zu speichern, je nachdem, was der Befehl tut natürlich. Oder irgendwie, das hier heißt einfach, nimm den Inhalt von dem Register, addiere noch 4 drauf. Kann man sich jetzt irgendwie überlegen, warum auch immer jemand Klammern gemacht hat für die Addition. Und lade dann von der Stelle oder beziehungsweise speichere auf diese Stelle. Auch noch mit Versatz hier hin. Ja. Operandenreihenfolge ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Die ist links die Quelle, rechts das Ziel. Also sprich, das hier kopiert die Konstante 42 in das Register ERX rein. Das ist so ein bisschen plattformabhängige Geschichte. Es gibt auch andere, die Reihenfolge haben, zum Beispiel auch Spark. Die meisten haben es in die Gegenrichtung, also ARM MIPS
RISC-V und so weiter, die haben alle das Ziel links, muss man sich einfach dran gewöhnen. Ja, und das Letzte ist vielleicht noch hier dieses komische L hinter diesem MOV-Befehl, der eigentlich ja Copy heißen sollte, aber egal. Das L heißt, auf was für einer Operationsgröße wir arbeiten. In dem Falle ist das 32-Bit für das L-Suffix. Das nur, voilà, das nur am Rande. Das stört uns eigentlich jetzt nicht so sehr. Ja, dazu ein kleines Beispiel. Ich habe eine kleine Funktion geschrieben. Immer noch kein Inline-Assembler, aber danach geht's los. Die einfach, der hat zwei Parameter, A und B. Und da sage ich einfach, ich tue so, als wäre B ein Array und oder zeige auf das erste Element eines Arrays und dann nehme ich das bitte schön das Element 1 dahinter, lade davon, addiere 2 drauf, shifte das nach links und also shifte dann A nach links, Parameter A und gebe das Ganze zurück. Nur damit man so ein bisschen sieht, was da so passiert. Viel Sinn hat die Funktion nicht. Das ist generell in meinen Beispielen, die sind drauf getrimmt, hoffentlich überschaubar zu sein, denn tieferen Sinn gibt es keinen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Es gibt einfach Plattformaufrufkonventionen, die für diese Plattform, auf der wir gerade sind, AMD64, sind folgendermaßen, der erste Parameter liegt im Register EDI, darauf muss irgendwie der Aufruf meiner Funktion sorgen, der zweite Parameter liegt im Register RSI. Ja, also der zweite Parameter ist dann mein Zeiger, von dem muss ich erstmal laden, also brauche ich so einen MOV-Befehl, und zwar bitteschön mit Versatz 4, naja, ist ein Int, der ist auf meiner Plattform 4 Byte groß, also muss ich, wenn ich ein Element weitergehe, 4 Byte drauf machen, und das Ganze hätte ich dann bitteschön gerne im Register ECX, damit habe ich jetzt mal den Wert B von 1 da drin. Dann lade ich auch noch den anderen Operanden, der ist eigentlich schon im Register, aber den kopiert er erstmal in ein zweites Register rüber, werden wir gleich sehen, warum. Jetzt addiere ich noch die 2 drauf, ja, ECX ist gerade B von 1 drin, also addiere ich noch die 2 drauf. Und jetzt kommt der eigentliche Shift. Ich schiebe hier meinen Wert in RX um CL nach links. Das ist auch so eine kleine x86-Besonderheit. Die Register haben unterschiedliche Namen, je nachdem, wie viele Bits ich da raus haben will. Wenn ich 8-Bit haben will, dann heißt das C-Register CL. Wenn ich 32-Bit haben will, heißt es ECX. Ist nicht so wichtig für uns, nur damit es einem nicht verwirrt, kommt noch ein oder zweimal vor. Ja, jetzt haben wir das ganze Endergebnis in RX drin. Und das geben wir jetzt zurück. Ist einfach durch einen Rücksprungbefehl und der Wert, das ist auch wieder Aufrufkonvention, der Wert hat einfach in RX zu sein. Das erklärt auch, warum wir vorhin erstmal den Parameter da umkopieren, weil er muss nachher einfach da drin sein. Gut, soviel zur Assembler-Syntax und mal als einführendes Beispiel. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie so Inline-Assembler funktioniert. GCC kennt davon 2 Spielarten. Die erste heißt Basic Assembler, das sind übrigens die versprochenen Referenzen auf die Doku als Untertitel. Den kann ich an 2 Stellen verwenden. Ich kann so diesen Inline-Assembler irgendwie außerhalb von Funktionen hinschreiben, was so ein bisschen natürlich seltsam wirkt, weil es dann irgendwie kein Inline-Assembler ist, aber es ist immerhin Inline in meinem C-Code oder in meiner C-Datei. Da kann ich dann zum Beispiel so eine ganze Funktion in Assembler hinschreiben, so mit allem. Name der Funktion, was sie so tut, Rücksprung, ja. Nicht sehr spannend, interessiert uns nicht so sehr. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann das innerhalb von einer Funktion hinschreiben. Und da ist ganz wichtig zu betrachten, also die Syntax hierfür ist eben Schlüsselwort ASM. Das ist kein Funktionsaufruf, sondern das ist einfach nur eine Anweisung, wie so ein if oder irgendwas anderes auch, mit dem der Compiler eben etwas tut. Und in dem Falle ist das, was der Compiler tun soll, der Code, der darin steht, in seine Assembler-Ausgabe, die er nachher als Ergebnis produziert, da rein zu kopieren. Ja. Und was da drin steht, ist ihm egal. Ja, also da guckt er einfach nicht drauf, er kopiert einfach eiskalt, was da steht, ins Ergebnis. Und das war's. Das ist eben auch genau das, was uns nachher auch noch wichtig wird, wie man ihm doch ein bisschen was erzählen kann. Was ist jetzt das Problem mit diesem Basic-Assem? Naja, die erste Annahme, die der Compiler an dieser Stelle macht, steht einfach so hart in der Doku, ist, ja, du veränderst keine Register, was schon die Eingaben, was schon die Nützlichkeit extrem einschränkt, weil das meiste, was irgendwas Sinnvolles tut, tut man irgendwelche Werte in ein Register rein, rechnet ein bisschen drauf rum, eher schlecht. Was man eigentlich machen darf, sind irgendwie global zugreifbare Variablen lesen oder schreiben. Und ja, das war es dann auch schon. Und das Problem dabei ist, ja, das sind so ungefähr die einzigen beiden Beispiele, die mir eingefallen sind. Tue nichts, no operation, nop. Oder mach einen Debug-Breakpunkt, das ist auf x86-Assembler, ist das einfach ein Interrupt 3.
Damit kann man leider nicht so viel anfangen, deswegen hat der GCC noch so den großen Bruder davon, das ist der Extended ASM. Nicht erschreckt sein, das ist so das Ganze in seiner vollen syntaktischen Pracht. Eckige Klammern heißen, all diese Elemente sind optional. Wem es vor Assembler graust und irgendwie der auch Goto schrecklich findet, der findet da oben wahrscheinlich seinen Meister. Wir schauen uns so die meisten Sachen davon an. Ich werde nicht ganz alles schaffen, aber zumindest die ganzen Sachen, wie ich ihm sagen kann, wie ich mit meiner Umgebung spreche. Jetzt kann ich ihm nämlich sagen hier, was ist meine Schnittstelle? Was tut mein Stück Assembler, zumindest in Kommunikation mit dem ganzen umliegenden Code? Ja, wer Inline Assembler schon mal gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich auch eher seine Brüder hier vielleicht gesehen haben, syntaktisch. Die tun exakt dasselbe. Es sind einfach nur andere Schlüsselwörter für genau die gleiche Bedeutung. Der Unterschied ist nur, dass man GCC auf einen sehr strikten Modus schalten kann, dann würde er das Wort ASM nicht erkennen, aber die anderen würde er trotzdem immer noch als Schlüsselwörter erkennen. Aber wie vorhin auch schon gesagt, das, was eigentlich hier die eigentlich Assembler-Befehle sind, muss natürlich so ein Zeichenkettenliteral sein, sonst kann das nicht zur Übersetzungszeit ins Ergebnis reinkopieren. Das guckt er immer noch nicht an. Alles, was ihr beachtet, ist, was wir hier tun. Und da schauen wir uns doch jetzt mal an, was man da so tun kann. Das erste ist ein so Ausgabeoperanten definieren. Also sprich, ich kann dem Übersetzer sagen, was mein Stück Assembler schreiben wird. Dazu möchte ich hier eine kleine Funktion implementieren. Sie heißt random und sie gibt einen fair gewürfelten Wert zurück, der also sehr zufällig ist und den Wert 4 hat. Also schiebe hier den Wert 4 in was eigentlich? Was muss ich jetzt spezifizieren? Das hier ist der Ausgabeoperand, das ist ein Ausgabeoperand, der besteht aus zwei Teilen. Das erste ist ein Constraint, heißt das in GCC-Sprache. Und da sage ich, ja, das ist tatsächlich ein Ausgabeoperand. Und bitte such dir irgendein Register aus, das dir gefällt. Da muss der rein. Es muss irgendein Integer-Register sein. Und binde das an die Variable res. Also da wird nachher in diesem Register wird mein Ergebnis drin sein. Und auf Hochsprachenebene greife ich das dann eben als Variable res zu. So, jetzt hat er irgendein Register gewählt bei der Coderzeugung. Jetzt muss ich ja eben irgendwie an dieses Register rankommen. Das funktioniert so ähnlich wie bei printf mit so Platzhaltern. In dem Falle heißt der Platzhalter, fängt wie bei printf mit Prozent an, 0 für das ist der erste Operand, der da ist. Die Operanden werden einfach von vorne nach hinten einfach durchnummeriert. Genau, und damit haben wir jetzt auch schon unser erstes kleines Beispiel gestrickt. Wenn man das jetzt so durch den GCC jagt, oder wie gesagt, ICC-Klang ist völlig egal, oder wer es irgendwie ganz faul haben möchte, kann es auch so in den Compiler-Explorer Gottbold.org stecken. Da kann man es auch so hübsch ausprobieren. Dann fällt einfach sowas raus, ja. Wie wir vorhin gehabt haben, wieder eine Funktion. Also das hier ist quasi alles aus der Hochsprache rausgefallen, die erste und letzte Zeile. Und das hier ist wirklich so, was ich da hingeschrieben habe, als Stück Inline-Assembler, nur eben dieser eine Platzhalter ist ersetzt durch das Register, das er gewählt hat. Und der GCC ist natürlich ein bisschen nicht völlig doof, sondern hat gleich geschickterweise das Register gewählt, wo nachher der Ergebniswert für eine Funktion drinstehen muss. Und das ist eben, wie vorhin gesagt, eher x. Hier ist jetzt mal ein Gegenbeispiel, wie man es nicht macht. Deswegen hier mit einem schönen großen if bad außenrum. Ich könnte sagen, ich weiß ja, das Ergebnis muss in Register eher x sein, ja, dann kann ich es da doch einfach von Hand da so reintun, schreibe ich einfach so ein Basic-ASM hin und dann ist es gut. Hoppala. Das war eins zu weit. Schreibe ich so ein Basic-ASM hin und dann ist einfach gut. Scheint auch auf den ersten Blick mal zu funktionieren. Also ich habe mal dieses schöne Stück Code, also das ist unsere Random-Funktion von eben, nur eben jetzt halt mit Basic-ASM hingeschrieben, wo ich einfach sage, ich schreibe ins Rückgaberegister rein und dann rufe ich die Funktion auf und steckst sie einfach als weiteres Argument, was der Rückgabewert, in die nächste Funktion rein. Nur als kleines Beispiel, damit mal irgendwas geschieht. Ja, das scheint erstmal so gut zu funktionieren. In beiden Fällen, egal ob ich die schlechte Variante, die ich jetzt gerade beschrieben habe, oder die gute, das ist genau dieselbe wie von der Folie vorher, verwende, wenn ich so übersetze, ohne Inlining, also sprich, schön brav die Funktion aufrufen, dann scheint das zu funktionieren. Es fällt mich zweimal exakt dieses Stück Code raus. Was ist jetzt das Problem? Naja, ich sage halt mal diesen Schalter nicht. Ich lasse den Compiler jetzt halt mal so inline. Und was passiert dann? Naja, unsere Funktion random sieht immer noch genauso aus, aber jetzt hat er, statt den Aufruf zu machen, sagt er jetzt einfach hier, den Inhalt setze ich doch einfach ein.
Ja, und wenn ich das aber übersetze, wird auch der GCC mir sagen, ah, Vorsicht, deine Funktion, die kehrt zurück, aber sie hat gar keinen Rückgabewert. Und genauso verhält er sich dann auch, sagt so, okay, das Argument, das ich jetzt in die Funktion reinstecken will, keine Ahnung, was das ist, ich nehme einfach mal eine Null. Du hast mir ja nichts gesagt, was das Argument ist. Deswegen, dass also diese Zeile hier, dieses XOR von Register mit sich selbst, liefert immer den Wert 0. Ja, und wie sieht es im richtigen Fall aus, also sprich unsere Variante, wenn wir nicht bad sind, dann sieht das so aus, er sagt einfach hier, das ist mein Stück Inline-Assembler, also wieder diese Zeile hier, und jetzt hat er geschickt gewählt, gleich das richtige Register, ich tue es ins EDI rein, weil da muss das erste Argument für einen Funktionsaufruf rein. Also sprich, so macht man es nicht, weil ich dem Compiler einfach nicht gesagt habe, was dieses Ding tut. Und entsprechend verhält er sich auch. Und im anderen Falle auch hier, dadurch, dass ich es ordentlich gemacht habe, kann er es auch gleich geschickt machen, statt halt nochmal zum Beispiel umkopieren zu müssen, wie er es im Aufruffall tun muss. Genau. So viel mal zu Ausgabeoperanden. Gibt es natürlich auch das Gegenstück, Eingabe. Funktioniert ähnlich. Das sind die nächste Liste von Operanden. Also diese Listen sind immer durch einen Doppelpunkt getrennt. Meine Listen haben momentan alle nur ein Element, damit irgendwie alles auf die Folien passt. Daher nicht so spannend. Ich sage wieder, ich möchte jetzt was in meinen Inline-Sammler reinstecken. Wieder in einem beliebigen Register, such dir eins raus. Und zwar, ich hätte gerne den Wert, der in Variable in drin steht, da reingesteckt. Ja, und dann sagt der Compiler, ja, mache ich dir. Hier ist übrigens dein Ergebnis. In dem Falle sagt er, ich tue übrigens Eingabe und Ausgabe ins selbe Register, weil du hast mir es nicht verboten zu tun. Kann ich tun, mache ich einfach. Ist jetzt zufälliges Ergebnis. Er hätte hier auch an dieser Stelle sagen können, okay, die 42 stecke ich in ein beliebiges anderes Register und das verwende ich als Eingaberegister für das Stück Inline-Assembler. Hat aber in dem Falle nicht getan. Ja, werden wir noch sehen, was damit auch Probleme geben kann, wenn man das nicht sauber spezifiziert. Ja, auf jeden Fall die Annahme, die jetzt der Compiler auch wieder trifft, für diese Eingaben ist eine reine Eingabe. Ich werde auf keinen Fall jetzt sagen, irgendwie schreibe nach %1 rein, sondern ich darf nur davon lesen. Ja, das ist auch wieder, weil ich nichts anderes spezifiziert habe. Ich habe gesagt, ich lese davon und sonst nichts. Ja, können wir entsprechend jetzt auch ein Beispiel bauen, in dem das kaputt geht. Lassen wir jetzt aber mal. Ja, jetzt habe ich aber so meinen mein Assembler-Befehl, der kann vielleicht aber mehr als nur irgendwie von Registern lesen. Tatsächlich, der MOV-Befehl von x86 kann einen ganzen Haufen mehr. Kann, wie wir vorhin auch gesehen haben, einfach so eine Konstante irgendwo reinkopieren. Und das wäre jetzt schön, wenn ich dem Compiler sagen kann, übrigens, du hast hier noch so ein paar mehr Freiheitsgrade. Du kannst nicht nur ein Register nehmen, du kannst auch eine Konstante nehmen. Und genau das geht. Jetzt habe ich den Eingabeoperanden verglichen zu vorher eins aufgebohrt. Also sage ich nicht nur, du darfst ein Register nehmen. Du kannst alternativ auch so ein Immediate nehmen. Also ein beliebiger so Direktwert, ja. Und dann schaut sich der Compiler so die Umgebung an und sieht so, oh, ich kenne ja den Wert der Variable in, die ist ja konstant an der Stelle, das ist so eine 42. Dann ist die billigste Methode, die ich so machen kann, ist einfach zu sagen, ja, hier bitteschön hast du die 42 als Operand. Also er sucht sich einfach aus, was ihm da am besten gefällt und entsprechend der Platzhalter wird ersetzt. Ähnliches kann ich auch für Speicher machen. Ich habe jetzt hier mal zum Spaß auch gesagt, die Ausgabe darf auch gerne im Speicher sein, das wäre auch möglich. Aber hier entscheidet er sich nicht anders, weil er sagt, ich brauche es eh in einem Register, ist billiger, mache ich doch das. Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen auch in die Gegend rein, wo die Dokumentation so ein bisschen fragwürdig wird, weil die ist jetzt teilweise einfach aus den Interna kopiert. Ja? Das ist wirklich so, wie dieses Ding ganz tief drin funktioniert und da sind auch Sachen erwähnt, die leider im Inline-Assembler nicht sinnvoll nutzbar sind. Also entweder es tut einfach gar nicht oder man kann es irgendwie nicht sinnvoll weiterverwenden. Ja, ich kann jetzt leider nicht alles aufführen, weil die Liste von pro Plattform und allem ist ziemlich lang. Ja, also hier muss man so ein bisschen mit der Doku vorsichtig sein. Vielleicht kann man auch die GCC-Leute ein bisschen mit Bugs quälen. Muss sagen, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan. Also früher war die Doku wesentlich lückenhafter, inzwischen hat sich da vieles getan. Man kann sie wesentlich besser ausschlachten. Ja, die Platzhalter, die wir bisher gesehen haben, das ist nochmal einfach das Beispiel von gerade eben, die haben so ein Problem, nämlich die sind so einfach von vorne durchnummeriert. Angenommen, ich bohre jetzt meinen Inline-Assembler an der Stelle so ein bisschen auf und jetzt gibt es noch einen zweiten Ausgabeoperanden. Ja, da muss ich unbedingt dran denken, dass ich aus dieser %1, die ja meinen Eingabeoperanden referenzieren soll, eins drauf addiere.
Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man das vergisst. Aber es gibt zum Glück ein bisschen syntaktischen Zucker hier. Ich kann Operanden auch einfach Namen geben. Das ist nochmal ein bisschen mehr Syntax. So einer eckigen Klammer davor kann ich so einen beliebigen Namen vergeben. Der muss mit nichts anderem irgendwas zu tun haben. Also hier hinten habe ich mal den gleichen Namen genommen. Hier vorne habe ich mal einen anderen Namen genommen. Und die kann ich dann einfach statt der nummerierten Platzhalter verwenden. Also ich kann die nummerierten immer noch verwenden, aber ich kann insbesondere jetzt auch die Namen verwenden. Ja, Bedeutung ist exakt dieselbe wie zuvor, entsprechend fällt auch exakt dasselbe Ergebnis raus, macht die ganze Sache einfach nur ein bisschen wartungsfreundlicher. Man hat quasi schon mal so einen Gratis-Kommentar, weil ich habe jetzt so ein Ding, so einen vernünftigen Namen gegeben möglicherweise. Und wie gesagt, bei Änderungen ist es wesentlich robuster. Ja, bisher habe ich immer nur so einen einzelnen Befehl da reingesteckt. Was mache ich denn mit mehreren Befehlen? Ja? An der Stelle möchte ich jetzt einfach mal hier, wie gesagt, keinen tieferen Sinn in diesen Beispielen, zwei Ausgabeoperanden haben, da soll jeweils eine Konstante reingesteckt werden. Also ich möchte irgendwie wissen, effektiv was 6 mal 9 ist. Und also spezifiziere ich zwei Ausgabeoperanden und entsprechend brauche ich zwei Befehle und die muss ich jetzt irgendwie trennen und das plattformunabhängigste, was GCC da anbietet zum Trennen, ist einfach so ein Newline reinzubauen. Ja, ich habe jetzt rein aus ästhetischen Gründen das Ganze in zwei Strings aufgespalten, dass sie auch wirklich so hübsch untereinander stehen, macht sich leichter lesbar, verhält sich wie ganz normale Strings in C auch immer noch, also sprich, das ist in Wirklichkeit ist es einfach nur ein einziges Zeichenketten-Literal an der Stelle. Ist einfach nur, damit man es besser lesen kann. Ja, es sind auch andere Zeichen erlaubt, aber das ist abhängig von Assembler, zum Beispiel diverse Assembler erlauben Semikolon als Befehlstrenner. Bei anderen ist es das Kommentarzeichen, ist dann eher schlecht. Ja, wie sieht das Ganze dann aus? Das sieht so aus, das ist kein Tippfehler von mir, das ist tatsächlich, was der GCC so ausgibt, weil ich habe nicht gesagt, rücke danach ein. Entsprechend ist die nächste Zeile halt vorne. Deswegen sieht man aus ästhetischen Gründen oft nicht Backslash N an der Zeilenende, wer es zum Beispiel mal gesehen hat, sondern Backslash N, Backslash T, also noch ein Tab-Zeichen davor, damit es einfach eingerückt ist. Ja, ganz wichtig, das Ganze, wenn ich so ein Päckchen von Assembler-Befehlen brauche und die sollen auch beieinander bleiben, ist jetzt in dem Beispiel natürlich nicht gegeben, die könnte ich auch problemlos in zwei aufspalten, geht nichts kaputt. Natürlich jeder mit seinem eigenen Ausgabeoperanten bitte dann. Aber wenn ich so ein Päckchen von Assembler-Befehlen haben will, dann muss es in ein Inline-Assem-Statement rein. Es gibt keine Garantie vom Compiler, dass die sonst irgendwie in der richtigen Reihenfolge bleiben, direkt beieinander bleiben, irgendwas. Also es ist auch wieder so ein Ding, was einfach von der Spezifikationsseite her sagt, ich gebe dir nur eine Garantie, dass alles zusammenbleibt, dann, wenn es genau 1 ist. Als nächstes haben wir den Aspekt, wenn mehrere Befehle drin sind, dann kann es jetzt dazu kommen, wie wir vorhin gesehen haben, dass wir einen Ausgaben die gleiche Register bekommen und das kann kaputt gehen. Ein kleines Beispiel hier, jetzt statt die 9 hier drin zu haben, das ist wie eben, habe ich jetzt gesagt, das ist ein Eingabeoperand, auch wieder als Register. Was ist jetzt das Problem? Wir schauen uns einfach mal an, wir tun mal so, als würden wir das hier übersetzen, aber ohne dieses obsche Unzeichen, dass es genau geht, also sprich, das sind dieselben zwei Move-Befehle und wir sagen dem Compiler, hier sucht der beliebige Ausgaberegister, sucht der beliebiges Eingaberegister und was passiert jetzt? Er wählt zufälligerweise, weil wir ihm nichts anderes gesagt haben, für den Ausgaboperanten B, das Register ERX, und für den Eingaboperanten wählt er auch das Register ERX. Aber wir schreiben erst auf den Ausgaboperanten drauf und danach lesen wir von ihm. Ist jetzt eher schlecht, weil ich überschreibe quasi erstmal, was ich danach erst noch lesen will. Und das muss man ihm irgendwie sagen, dass das keine gute Idee ist. Und das Ganze nennt sich in GCC Sprache Early Clobber, also das hier wird früh irgendwie, haue ich da drauf auf einen Operanden und sprich zwar auf den Ausgaboperanden, also ich schreibe auf den Ausgaboperanden, bevor ich fertig bin mit Eingaben lesen, so rum. Genau dann muss ich ihm das sagen, dass dieses Ding quasi früh geschrieben wird in meiner Befehlssequenz. Hat man vorher nicht nötig, weil wir hatten immer nur einen Befehl drin, da kann sowas eher nicht passieren, aber bei mehreren Befehlen kann das vorkommen. Deswegen sage ich ihm jetzt hier zusätzlich, bitte dieses Ding keinesfalls in ein Register reintun, das du für eine Eingabe verwendest. Und dann sieht das Ganze so aus. Effektiv, er schnappt sich einfach jetzt zwei verschiedene Register. Also die 6
schreiben wir jetzt in Register ECX und die andere Eingabe, die einzige Eingabe, die tun wir eben jetzt in Register EDX. Jetzt kommt sich keiner mehr in die Quere und das Ganze funktioniert dann auch. Ja, das ist so eine Subtilität am Rande. Speicheroperanden zählen, auch wenn sie Ausgaben sind, als Eingaben, weil wie sieht so ein Speicheroperand aus? Naja, meistens, wenn er nicht eine globale Variable ist, muss da irgendwie eine Adresse rein. In Form von, in einem Register steht eine Adresse drin, also sprich, das ist heimlicherweise ein Eingabeoperand. Das ist so ein Ding, das steht in der Doku drin, so beiläufig in irgendeinem Satz. Kann einem auch böse explodieren, wenn man so eine Subtilität nicht beachtet. Ja, es gibt nicht nur Early-Klobber, es gibt auch noch sonstige Klobber, das ist jetzt die dritte Liste, also wir haben bisher die Listen Ausgaben, Liste Eingaben und jetzt kann ich noch so andere Dinge sagen, die ich einfach so verwende. Das sieht folgendermaßen aus, da kann ich jetzt interessanterweise direkt Registernamen hinschreiben oder andere magische Dinge und das bedeutet einfach, dieses Register benutze ich einfach innerhalb meines Inline-Assemblers, also sprich, ich mache damit irgendwas, benutze es weder als Eingabe noch als Ausgabe, erwarte auch nicht, dass nachher noch derselbe Wert drin steht wie vorher. Das ist einfach mal für dieses Stückchen Assembler, ist es quasi für den Compiler einfach irgendwie tabu. In dem Falle, für mein Beispiel, habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich schreibe einfach sinnloserweise hier in meinem Stück Inline Assembler in das Register ERX. Man beachte jetzt Doppelprozentzeichen, wie bei printf, Doppelprozent, um 1% zu bekommen und nicht eben einen Operanden zu ersetzen. Und entsprechend hält sich, wie man hier bei den restlichen Befehlen, die so aus dem Inline Assembler rausfallen, sieht man, wird eben das Register ERX nicht verwendet. Ja. Ja, das andere magische Ding hinten, CC, das sagt dem Compiler an der Stelle, übrigens, ich schreibe auch auf das Flex-Register. Also das Flex-Register ist ein internes Register vom Prozessor, das so sagt, der letzte Vergleich, der war hat kleiner, größer, gleich, Ergebnis war negativ, solche Dinge, die stehen da drin. Und auf x86 greift eben mal mein Add-Befehl auf dieses Register zu, indem er sagt, hier übrigens über das Ergebnis, es ist 0, es ist nicht 0, es ist negativ, solche Dinge. Und damit der Compiler weiß, übrigens das Flex-Register ist eventuell hier auch kaputt gegangen, muss ich Ihnen das auch noch sagen. Wenn man jetzt eigentlich mal tatsächlich in der freien Wildbahn schaut, die meisten Leute beschreiben das, wenn sie x86 in einen Assembler schreiben, nicht, weil es gibt so eine stillschweigende Konvention an der Stelle, ja für x86 nimmt der GCC einfach an, dass du das CC-Klobber einfach immer hingeschrieben hättest. Ist auch einfach nicht dokumentiert an der Stelle. Muss man wissen. Der Sauberkeit halber sollte man es einfach immer verwenden. Für andere Plattformen nimmt es der GCC nämlich nicht an. Ja, es gibt noch eine andere Sorte, magisches Wort für Klobbers und das ist Memory. Das ist insbesondere auch ein Ding, das gerne falsch gemacht wird. Daher hier wieder ein Negativbeispiel. Wir schauen uns erstmal die Variante Bad an. Also wir haben hier eine Variable, die heißt Rest, da ist eine 23 drin erstmal. Und da sage ich jetzt Folgendes in meinem Inline-Assembler, also wir schauen nur die Zeile hier an, schreibe bitte eine 42 hierhin. Das ist hierhin, das ist die Adresse von Res, stecke ich hier in meinen Inline-Assembler rein. Und da ich ja jetzt nicht auf das Register schreiben will, sondern dahin, wo dieses Register zeigt, Klammern drum, so ist die Syntax einfach von x86 an der Stelle. Und dann schauen wir doch einfach mal an, was passiert, wenn wir das übersetzen. Also am Ende geben wir einfach Rest zurück. Was tut der Compiler an der Stelle? Also wir haben wieder Anfang unsere Funktion. Das hier berechnet jetzt einfach die Adresse, wo diese Variable ist. Ja? Müssen wir jetzt nicht weiter auseinandernehmen. Im Register RAX, das ist der 64-Bit-Name vom Register A, da steckt jetzt einfach die Adresse drin. Ja, und dann schreiben wir dahin. Wunderbar, die 42 ist jetzt da drin, das ist genau unser Befehl. Ja, und danach schreibt er eine 23 in ERX und kehrt zurück, ja? Frage an der Stelle, wenn wir einen Speicheroperanten haben, was nimmt der Compiler an, welche Speicherzellen genau vom Assembler-Code überschrieben werden? Die Frage bitte wiederholen. Ja, also die Frage war, wenn ich einen Speicheroperanten verwende, was der Compiler als Größe annimmt für diesen Operanten. Das ist eine sehr wichtige Frage, das wird nämlich auch gerne subtil falsch gemacht. Das ist also der dritte Fall, der hier der richtige Fall ist. Er nimmt genau das an, was hier steht, also exakt diese Variable Res und sonst nichts.
Also wahrscheinlich zielt die Sache ab, wenn es ein Array wäre. Ja, und da schreibe ich jetzt so A von 5 hin. Was glaubt der Compiler, was ich da jetzt überschreibe? Und das ist genau die Stelle A von 5. Nicht A von 4, nicht A von 6, sondern A von 5. Das wird auch gerne falsch gemacht, ja. Kommen wir aber gleich noch drauf. Für die erste Variante, die also falsch ist, hat er jetzt nämlich der Compiler Folgendes gemacht. Er hat jetzt einfach diese Initialisierung von der Variable hinten dran geschrieben, quasi. Warum? Wie kommt er auf die Sache? Na, wir haben ihm nie gesagt, dass wir auf die Variable Rest schreiben in einem Assembler. Wir haben nur gesagt, ich stecke die Adresse von Rest rein. Da steht nirgendwo, ich schreibe da drauf. Und genauso verhält er sich auch. In dem Fall hat er einfach beschlossen, kann ich auch den Wert hinten dran reinschreiben, ins Rückgaberegister reinschreiben. Der muss ja immer noch 23 sein, hat ja keiner was zwischendrin geändert. Und das war's. Wie kann ich ihm trotzdem sagen, dass ich da reinschreibe? Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, hier, zweite Variante, Memory-Clobber. Memory-Clobber heißt jetzt, dieses Stück in einem Assembler wird auf beliebige Speicherstellen oder beliebige Variablen schreiben können oder auch von ihnen lesen. Und dann verhält er sich der Compiler auch entsprechend anders. Er schreibt erstmal eine 23 rein in unsere Speicherstelle, wo die Variable Rest abgebildet ist drauf. Weil könnte ja von gelesen werden, weiß er nicht. Er weiß nur, wird gelesen oder geschrieben oder alles Mögliche. Er berechnet immer noch die Adresse, die steckt da jetzt da rein. Und das Stück in den Assembler schreibt die 42 draus und danach liest er wieder von derselben Speicherstelle. Könnte sich geändert haben, die Variable weiß er nicht, also muss er davon laden. Das wäre so die sichere Methode, es zu tun. Das würde jetzt auch funktionieren, wenn ich irgendwie beliebige Stellen eines Arrays überschreiben will, dann funktioniert das auf die Weise. Das wäre hier die gute Methode, es zu tun, wenn es unbedingt in einem Speicher sein muss. Also in dem Beispiel muss es eigentlich nicht im Speicher sein, aber es geht mal hier mal nur um das Prinzip. Wenn es im Speicher sein muss, dann habe ich eben hier die Variante zu sagen, ja gut, es ist ein Speicheroperand, ja, muss einfach so sein und dann sieht der Code gleich anders aus. Hier habe ich gesagt, ich schreibe nur drauf. Entsprechend sieht man hier auch, der Compiler hat schon diese Zuweisung von 23 weggeworfen, weil er weiß, das Ding wird überschrieben, liest keiner vorher von. Also haben wir diesen sinnlosen Befehl weggemacht. Dann schreiben wir eben die 42 in den Speicher, danach lädt der Compiler von als generierten Code und kehrt zurück, alles funktioniert. Ja, also es ist besser, wenn man es so direkt spezifiziert, weil dann weiß der Compiler genauer, was passiert. Und auch insbesondere, jetzt angenommen, es geht noch 1000 andere Variablen, die natürlich irgendwo rumgeistern. In dem Falle mit dem Memory-Clobber muss er annehmen, dass die auch beliebig geändert worden sind. Macht eventuell halt auch nicht den generierten Code besser. Ja, das Ganze kann ich noch kombinieren. Ein- und Ausgabeoperand in einem. Statt ein Gleichheitszeichen ist ein Plus. Das sagt einfach, der Operand wird sowohl gelesen als auch geschrieben. Gehört auch in die Liste der Ausgabeoperanden, ist einfach nur eine gewisse Abkürzung an der Stelle. Ansonsten passiert hier nichts Spannendes, ist ein ähnliches Beispiel wie vorher. Das gibt es noch eine Nummer größer, ich kann mir so Paarungen wünschen, das sieht folgendermaßen aus, ich habe einen Ausgabeoperanden und ich möchte auch einen Eingabeoperanden haben, der soll unbedingt das gleiche Register. Kann notwendig sein für die Befehle, die man so verwendet, zum Beispiel add auf x86, liest und schreibt vom selben Register. Kann man sich nicht gegen wehren, so sieht die Maschine einfach aus. Also wenn ich eine Eingabe haben will, die anders heißt als die Ausgabe, dann kann ich das mit so einer Operandenpaarung machen. Also ich habe ein Ausgaberegister hier spezifiziert und als Eingabe sage ich Operand 0. Such dir ein beliebiges Register aus, sondern ich sage, welches Register auch immer du für Operand 0 genommen hast, das nimm auch für diesen Eingabeoperanden. Genau. Das muss übrigens ein Register sein, ansonsten passiert Folgendes, also wenn das hier ein M wäre für Speicheroperand, dann bekomme ich solche netten Sachen gesagt wie Memory Input 1 is not directly addressable oder solche schrecklichen Dinge. Wenn unbedingt ein Speicheroperand eine Ausgabe sein soll, dann unbedingt Plus verwenden. Funktioniert nicht zuverlässig oder auch gar nicht mit diesen Matching Constraints, wie die in GCC-Sprech heißen. Ja. Bisher haben wir immer nur so Constraints gesehen, die für quasi alle Architekturen funktionieren. R ist, was auch immer für diese Architekturen ein Register ist, wo man Integer reinsteckt. Es gibt auch welche, die maschinenspezifisch sind, zum Beispiel für x86 wäre es der Buchstabe C. Wenn ich ein Shift haben will, wenn ich so in x86 die Befehlstabelle gucke, der Betrag, um den ich shifte,
der muss im Register C sein. Kann ich mich nicht gegen wehren. Und deswegen gibt es da auch einen speziellen Maschinenconstraint dafür, um zu sagen, dass tu mir diesen Wert bitte in Register C. Also mein Parameter Amount kommt in Register C. Jetzt, wenn man den generierten Assembler angucken, man beachte, ich habe hier von Hand ein Register hingeschrieben, sieht nämlich so aus, er kopiert unseren zweiten Parameter, der bekanntlich in ESI ist, nach ECX, das ist der 32-Bit-Name, aber eigentlich muss ich hier den 8-Bit-Namen hinschreiben, sagt auch wieder die Befehlsliste einfach. Ja, funktioniert an der Stelle, weil ich habe ja gesagt, tu es in Register C, also kann ich auf Register C zugreifen, ist aber ein bisschen unschön. Und dafür gibt es jetzt auch wieder so ein bisschen Abhilfe. Ich kann jetzt bei den Ausgaben da wieder Modifikatoren dran schreiben. So ähnlich wie bei printf kann ich ja sagen, mach mir führende Nullen, mach mir bitte ein führendes Plus für positive Werte und so ähnlich. Funktioniert das hier eben auch für den Inline-Assembler. Da kann ich hier zum Beispiel ranschreiben. Es ist genau das gleiche Beispiel wie eben. Nur schreibe ich jetzt nicht mehr hier hart das Register C hin, sondern ich sage, bitte den Operanten, aber nimm mir den 8-Bit-Namen, also den Byte-Namen für dieses Register. Also entsprechend gibt er dann hier statt diesem Platzhalter CL aus. Ja, das ist wieder ein Fall von Doku. Die Doku dazu ist hochoffiziell. Print the QI-Mode name of the register. Ja, also jetzt muss man sich mit GC-Interne auskennen, um zu wissen, was ein QI-Mode ist. Wenn nicht, hat man einfach an der Stelle Pech gehabt. Es steht für Quarter Integer, also ein Viertel eines Ints. Ja. Es gibt könnte man etwas freundlicher ausdrücken, ja. Ja, es gibt noch andere Dinge. Also ich habe hier zum Beispiel auch mal gesagt, das Suffix für den Befehl möchte ich auch quasi so generisch haben. Gibt es auch einfach einen Modifikator dafür. Wer alle nicht dokumentierten Dinge sehen will, eigentlich ist es leider nur für x86 dokumentiert und ansonsten für nichts. Und selbst für x86 nur teilweise, der muss leider in den GCC Source Code gucken. An den Stellen findet man es. Also pro Backend, also $Arch ist für die Architektur, gibt es da so eine Funktion für, ja. Ziemlich gut ist er. Also zumindest so den. Ja, also wie schlimm ist denn der Support für diesen undokumentierten Sachen von anderen Compilern? Also hier wäre natürlich interessant, ist natürlich Clang und ICC. Also ICC ist wirklich ziemlich gnadenlos GCC-kompatibel. Der macht also die meisten Sachen, denke ich, macht er mit. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem, aber die Dinge, die man so in der freien Wildbahn antrifft, die kann er. Für Clang und Clang-LVM, die versuchen auch da sehr kompatibel zu sein. Insbesondere Clang hat ja auch so den Anspruch, irgendwie so ein GCC-Drop-in-Replacement zu sein. Also alles, was mich so zum Beispiel in der glibc findet, an Inline-Assembler, funktioniert. Und das sagt schon ziemlich viel, weil die glibc tut ziemlich schmutzige Dinge. ja. So. Vorhin haben wir gesehen, ganz am Anfang mal, man kann auch vor dem Assen, zwischen dem Assen und dem, was in den Klammern ist, da noch einige lustige Wörter hinschreiben. Auf eines möchte ich eingehen, das ist Volatile, das ist nämlich auch ein sehr missverstandenes Wort. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel gebastelt, möchte ich ganz kurz erklären. Read Timestamp Counter ist einfach ein x86-Befehl, der gibt einem eine Zahl, die einfach ständig steigt. Ja, das ist einfach ein interner Zähler im Prozessor, der zählt einfach hoch. Und damit könnte ich jetzt zum Beispiel so Zeit messen. Ich möchte gucken, wie lange braucht meine Funktion doWork. Also rufe ich zuerst mal meine Funktion getTime auf, in der mein Inline-Assembler drin ist, um den Zeitstempel auszulesen. Dann rufe ich meine doWork-Funktion auf, dann rufe ich nochmal meine getTime-Funktion auf und ziehe die beiden Zeiten voneinander ab und hoffentlich kommt denn da so eine Zeitdifferenz raus, mit der ich irgendwas anfangen kann. Also sie ist nicht in Sekunden, sondern in Prozessor-Ticks, aber das soll uns hier nicht stören. Ja, wenn ich das hinschreibe ohne das Volatile, kommt das hier raus. Nämlich, rufe die Funktion doWork auf und gib eine 0 zurück. Warum? Ganz einfach. Ohne das Volatile bedeutet das ASM für den GCC, das hier ist eine, im mathematischen Sinne eine Funktion. Also sprich, selbe Eingaben, dann kommen dieselben Ausgaben raus. In dem Fall hat das Ding gar keine Eingaben, also das heißt, es muss quasi immer dasselbe Ergebnis liefern. Und genauso verhält er sich dann auch. Also zum Beispiel bei Inline die Funktion getTime, dann steht hier quasi zweimal dieses ASM. Dann stellt der GCC fest, du hast jetzt zweimal dasselbe ASM stehen, da muss ja dasselbe rauskommen, ich wirf die zweite Instanz weg und benutze einfach das Ergebnis zweimal. Und dann sieht er da, du ziehst zweimal was voneinander, etwas von sich selbst ab, also x minus x. Ja, da kommt 0 raus. Und übrigens, das ASM-Ding
den Wert benutzt du jetzt auch nicht mehr, weil ich weiß, das kommt immer 0 raus, dann werfe ich es auch noch weg. Das ist genau das, was ich ihm gesagt habe. Entsprechend passiert das hier. Mit Volatile sage ich ihm hingegen, dieses Ding hat eine Nebenwirkung. Jedes Mal, wenn es aufgerufen wird, ist das wichtig. Dann muss es genau an der Stelle aufgerufen werden, mit gewissen Einschränkungen für genau die Stelle. Wenn ich es 5-mal aufrufe, dann, wenn ich so einen Quellcode durchgehe, dann muss es nachher auch 5 Aufrufe irgendwie für diesen Inline-Assembler geben. Und mit dem Volatile funktioniert es eben. Also er ruft führt zweimal diesen Befehl aus dann bekomme ich eben da eine Differenz. Dieses Volatile hat im Prinzip die gleiche Bedeutung wie das Volatile in C, ja? Reicht das Volatile dann, wenn ich irgendwie einen Crypto-Key aus dem Memory dumpen? Okay. Wird dann das Volatile ISM reichen, um einen Crypto-Key aus dem Memory zu nullen, oder brauche ich dann noch irgendwelche Blackmagic, dass das wirklich zu 100% durchgeht? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich könnte ja sagen, okay, ich habe einen, ich mache einen Output-Operanten Memory und da ist mein Crypto-Key, da schreibe ich drauf. Wenn der GCC merkt, oh, dieser Output-Operant, niemand liest mehr danach davon, dann kann er immer noch diesen Assen wegschmeißen, weil er sagt, oh, du schreibst da zwar drauf, aber niemand liest mehr danach. Und dann ist schade. Wenn ich jetzt Volatile schreibe, dann muss er dieses Stück ASM auch wirklich tatsächlich produzieren. Das sollte an der Stelle dann funktionieren. Wobei ich an der Stelle dann eher auf die OpenBSD-Leute verweise. Die haben einfach so eine Memset-Safe-Funktion, die hinreichend zugepflastert ist mit Dingen, um garantiert ausgeführt zu werden und Dinge zu nullen, ohne dass irgendjemand Fragen stellt. Also in der Falle würde ich sagen, nicht in einen Assembler finden, sondern lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt. Noch eine kurze Ergänzung dazu hier. Man kann sich da nicht drauf verlassen mit dem Crypto-Key, weil man nicht weiß, ob der Compiler vorher mehrere Kopien davon im Speicher angelegt hat. Ja, das ist auch natürlich, stimmt, das ist eine andere Problematik. Der Compiler könnte natürlich sagen, okay, ich brauche natürlich die Daten irgendwo und er kann beliebige Transformationen anstellen, die natürlich zu irgendwelchen Kopien führen kann. Also, aber das hat jetzt nichts speziell mit Inline-Assembler zu tun. Ja. Was tut das Volatile noch so? Es verhindert, dass eben volatile ASMs umgeordnet werden. Es verhindert, dass es mit anderen Volatile-Zugriffen, also wirklich so, also Zeiger auf volatile Dinge oder volatile Variablen, dass es das umgeordnet wird, aber nur auf Quelltextebene quasi und entsprechend auf Assembler-Ebene. Was die Maschine intern immer noch tut, ist eine andere Geschichte. Also zum Beispiel ist es keine Speicherbarriere für Multithreading oder sowas. Da brauche ich andere Dinge. Da empfiehlt sich auch wieder, benutzt irgendwelche Synchronisationsprimitive, die euch hier in die Bibliotheken anbieten, also P-Threads oder C11-Threads. Solche Dinge und versucht dich da nicht irgendwie Inline-Assembler zu irgendwas zu missbrauchen, wofür es nicht gedacht ist. Das wäre es mit den Dingen, die ich so thematisch schaffe. Es gibt eigentlich noch viele, viele Dinge mehr. Ich möchte noch zwei kleine Fallbeispiele bringen, so in den letzten Minuten, so als Schmankerl. Das hier ist ein echtes Stück Inline-Assembler aus IOQuake 3, also war es mal irgendwie bis vor 8 Jahren. Und man sieht, es ist ein Riesenhaufen Geschlachte, also ich wollte nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber effektiv möchte dieses Ding einfach nur ein Stück gecheateten Code aufrufen. Also die Spiellogik in Quake 3 ist folgendermaßen, die ist in so einem Bytecode. Der Bytecode wird für manche Plattformen gecheatet und dann aufgerufen. Und das passiert hier mit einem Call über einen Funktionszeiger. Ja, und weil sie irgendwie die ABI versaut haben, also die Aufrufkonvention, muss man es per Inline-Assembler tun, weil es halt eben nicht ein normaler Funktionsaufruf tut. Und dann hat sich dann dieses Monstrum drum gebildet, um irgendwie diese 3 Eingaben da reinzukriegen und auch wieder Ergebnisse rauszubekommen. Und das geht alles über den Speicher. Hier sieht man alle Operanden in den Speicher. Das wird von Hand Register durch die Gegend kopiert. Es werden auch von Hand Push A, ist der Befehl für sichere mal alle Register bitte weg auf den Stack. Weil sie gemerkt haben, dass es mit normalen Speicheroperanten auch alles kaputt geht, haben sie noch Static-Variablen benutzen müssen, um die Parameter reinzumachen, weil hier ändere ich den Stack-Pointer. Jetzt ist es schlecht, wenn ich auf Stack-relative Variablen zugreife. Vor vielen, vielen Jahren habe ich ihnen einfach einen Patch geschickt und danach sah es so aus. Es ist jetzt genau dieser Befehl im Inline-Assembler noch drin, macht diesen Aufruf und alles außenrum sagt einfach, bitte tu mir die Dinge an die richtige Stelle. Ja, also das ist ein Fall von, man kann es sauberer tun, also es ist jetzt nicht, man kann jetzt darüber streiten, ob das jetzt hier hübsch ist, aber es ist zumindest deutlich sauberer, es funktioniert zuverlässig
Und lustigerweise danach konnten wir es auch mit unserem Forschungscompiler konnten wir dann Quake 3 bauen. Und es ist gelaufen. wie ist das Ganze Monstrum entstanden? Im Prinzip, wenn man ein paar Zeilen drüber guckt, da steht einfach der Code für den Visual Studio. Der sieht genauso aus und weil halt dieser Inline-Assembler wesentlich primitiver ist und eben solche Nettigkeiten halt nicht erlaubt, hat man fast keine anderen Chancen, als das zu tun. Und das hat dann einfach jemand 1:1 quasi so mit Gewalt in GCC Inline-Assembler umgesetzt. Also hier wäre auch eher vielleicht die letzte Anmerkung dazu, warum, wenn ihr eh schon Code cheatet, dann macht doch einfach eine Aufrufkonvention, die normale Aufrufkonvention ist, dann hätte es nämlich ein normaler Funktionszeigeraufruf getan und gar kein Inline-Assembler. So, mein letztes Beispiel, ich habe zwei Stück hier neben dem Quake, ist noch aus SDL, also der Simple Direct Media Layer. Da habe ich mal irgendwie einen Tag damit verbracht, einen Crash zu debuggen. Und es sah irgendwie alles sehr komisch aus. Also irgendwie waren Grafiken verschoben und danach ist es instantan gesegfaultet. Und ich möchte jetzt nicht auf die genauen Details eingehen, weil dann brauche ich allein nochmal eine Viertelstunde, um das zu erklären, was da abgeht. Aber im Prinzip, das hier ist ein Stückchen aus einer Eigenimplementierung von MemMove. Und sie haben einfach so die einen der impliziten Annahmen, die der GCC so sagt, gebrochen. Sprich, dieser Befehl hat gefehlt. Und nach Einfügen hat es dann funktioniert. Das andere Problem ist eigentlich, warum zum Geier hat jemand versucht, selbst MemMove zu implementieren? Diese Implementierung ist, wer sich ein bisschen mit x86 auskennt, auch noch langsam eigentlich in den meisten Fällen, ruft doch einfach MemMove auf. Ihr habt eine C-Bibliothek aus dem Grund. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen, so als Faustregeln, verwendet bitte Inline-Assembler nur echt, wenn es sein muss, so wenn er hardware-spezifisch sein muss, wenn er ein Betriebssystem implementiert und was ich an Page-Tables rumfummeln müsst oder irgendwie in spezifischen Registern von einem Prozessor oder sowas, dann kommt man nicht drum rum, dann ist auch ganz elegant besser, als irgendwie ganze Dateien in Assembler zu schreiben, so 2-3 Inline-Assembler-Befehle sind hübsch, zumindest hübscher als riesige Assembler-Wüsten. Wenn man es schon benutzen muss, so klein wie möglich halten, ich verweise dann nochmal auf dieses Beispiel. Und das Problem ist, das Ding ist sehr mächtig, es macht diverse Annahmen, ich hoffe, ich habe hier einige, die wichtigen näher gebracht. Wenn er es verwendet, spezifiziert es jetzt auch richtig. Ja? Nehmt euch die Zeit, guckt, dass er wirklich das wirklich spezifiziert, was euer Assembler tut, weil der Compiler guckt diesen String da nicht an. Er kopiert ihn da rein, ersetzt die Platzhalter und das war's. Nur was hinten dran steht, eine Ausgabe, das guckt er sich an. Ja, und vielleicht noch so ganz generell, wenn so am Moff oder so am Anfang und am Ende ist, meine Beispiele sind dessen schuldig, aber die sind einfach nur deswegen, damit es kurze Beispiele sind, dann kann man besser einfach so die richtige Angabe machen, von wegen, tu mir es bitte ins richtige Register rein oder gib es mir im Speicher oder wie auch immer. Ja, das war's. Mehr hat in diese Zeit leider nicht reingepasst. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, die ich etwas erzählen können. Aber ich hoffe, ich habe zumindest mal einige Grundlagen geschaffen, wie man, wenn man es denn tun muss, Inline-Assembler für den GCC und alle, die zu ihm kompatibel sind, richtig verwendet. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Christoph für den tollen Vortrag. Ich sehe schon, es gibt erste Fragen. Wir haben noch kurz Zeit dafür. Du hattest kurz gezeigt, dass man quasi angeben kann, dass Register gekloppert werden und dann kann man die benutzen bei sich lokal. Kann man auch sagen, gib mir irgendein Register, das ich nur benutze als temporäre Variablen? Richtig, stimmt, den Aspekt habe ich vergessen zu erwähnen, er steht auf meinem Folien, aber ich habe es nicht gesagt. Also wenn ich hier einen Klopper sage, muss ich da einen fixen Namen hinschreiben. Ja, und dann muss ich den auch, dann kann ich den auch verwenden. Aber wenn ich sage, ist mir eigentlich egal welches, gib mir irgendeines, dann habe ich es hingeschrieben? Ja, genau, da steht's. Stattdessen sollte man sich einfach so eine Variable beschaffen, in die man nichts reintut, sie als Ausgabeoperanten setzen und dann kann man sie nicht auch verwenden. Und eventuell muss sie Early Clobber sein, damit man früh auf sie schreiben darf. Aber im Prinzip ist es eleganter, weil dann kann sich der Compiler das Register raussuchen. Das sieht man jetzt an meinem Beispiel hier. Weil ich ERX benutzt habe, muss das eigentliche Ergebnis in ECX stecken. Und danach, nach dem Inline-Assembler, also das MOV gehört nicht mehr zu meinem Inline-Assembler, sondern das hat der Compiler jetzt erzeugen müssen, weil er durfte ja ERX nicht verwenden. Um den Rückgabewert ins richtige Register zu tun, musste er es jetzt aus ECX dann nochmal nach ERX kopieren. Hätte ich hier statt dem Clobber
einen Ausgabeoperanden hinzugemacht, hätte er es klüger machen können und wahrscheinlich halt nicht ERX verwendet, sondern was anderes. Hier dann ERX verwendet als Ergebnisregister und dann keine Kopie am Ende machen müssen. Also das wäre definitiv der bessere Zug. Aber ich brauche dafür immer eine lokale Variable. Leider ja. Also es ist nicht erlaubt, einen Operanden, also so einen, quasi nur diesen Constraint-String hinzuschreiben, ohne einen Ausdruck hinten dran. Das ist leider syntaktisch nicht erlaubt. Wäre aber hübsch, ja. So, gibt es noch eine weitere Frage? Wie seid ihr denn bei euch im Forschungsumfeld dazu gekommen, Quake als Benchmark zu benutzen für euren Compiler? Ja gut, wir mussten halt auch mal irgendwie mal größere Sachen da testen. Also wir haben natürlich 1000 kleine Beispielprogrammchen gehabt, auch größere Dinge, also zum Beispiel Spec-Benchmark ist vielleicht so ein Begriff, aber man braucht auch mal so große Dinge, so irgendwie Quake 3 hat irgendwie so 150.000 Zeilen Code oder so irgendwas, also mal so ein Batzen Code, wo viel passiert. Ja, und dann, bis es dann richtig läuft, das muss man ja auch dann testen. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danken wir Christoph nochmal ganz herzlich für den fantastischen Vortrag und ja, danke, dass du uns gezeigt hast, wann man und wie man den Inline-Assembler benutzen sollte und wann man es lieber lassen sollte. Danke. Applaus